Diese idiotischen Schläger und ihre Banden. Sobald es Nacht wird, kommen sie aus ihren Löchern. Allerdings gibt es immer was zu verdienen, wenn man sie ausschaltet. Er ignoriert mich. Hey, ist mein Geld etwa nicht gut genug für euch? Oh, Hawk, danke, dass ihr mir bei meinem kleinen Problem geholfen habt. Möchtet ihr mir zu unserem Sieg etwas zu trinken spendieren? Ich weiß nicht, ob das klug wäre. Ach, kommt schon. Wenn man zu sehr darauf fixiert ist, was klug ist, vergisst man, was Spaß macht. Aber bevor ich es vergesse, sucht ihr immer noch Arbeit? Ich hätte da nämlich einen Freund, der ein wenig Hilfe braucht. Eure Freunde sind auch meine Freunde. Was kann ich tun? Das hat er nicht gesagt und ich habe auch nicht gefragt. Aber ich bin mir sicher, ihr schafft das schon. Sein Name ist Martin. Er hat hier im gehängten Mann ein Zimmer. Sagt ihm, dass ich euch geschickt habe. Also, lasst ihr mich jetzt weiter trinken oder was? Pharrell-Innerin, richtig? Athanrel sagte, ihr könntet mir vielleicht helfen. Ein paar Seeräuberkapitäne kommen nachts in der Unterstadt zu geheimen Treffen zusammen. Euer Auftrag ist ganz einfach. Stürmt dieses Treffen und tötet jeden einzelnen dieser Bastarde. Das sind nicht besonders viele Informationen. Genug, um den Auftrag zu erledigen. Sagt mir einfach, wo ich sie finde. Sämtliche Einzelheiten findet ihr in diesem Brief. Wenn es euch gelingt, das Treffen zu belauschen, bevor ihr sie tötet, ist noch ein kleiner Bonus für euch drin. Ich werde hier auf euch warten. Was hat es eigentlich mit eurer magischen Faust auf sich? Ich? Wie bitte? Ihr wisst schon, wenn ihr eure Hand in Leute hineinsteckt. Oh, das. Ja. Das ist eine Gabe. Ihr könntet damit sehr viel Geld verdienen. Wer seid ihr? Ihr seid aber nervös. Seht doch, wie er in der Ecke kauert. Was ist nur aus dem furchtlosen, tollkühnen Seeräuber von früher geworden? Ich bin kein Seeräuber mehr, Isabella. Ich bin jetzt ein ehrbarer Händler. Martin, bitte. Ihr würdet Ehrbarkeit nicht erkennen, wenn ich euch fesseln und damit verprügeln würde. Isabella hat mir alles über euch erzählt, Martin. Ach, Isabella. Ihr solltet doch verschwiegen sein. Die und verschwiegen? Man betrachte nur den Ausschnitt. Verschwiegen? Ich? Euer Standpunkt ist klar, kommen wir zum Geschäft. Ich brauche Hilfe dabei, herauszufinden, wo die Seeräuber meine gestohlene Fracht versteckt haben. Die Aufgabe ist so leicht wie ein Tavernenweib mit Holzbein. Und die Bezahlung ist obendrein ebenfalls anständig. Ich kümmere mich darum. Ihr müsst in den Docks suchen. Die Kisten tragen das Siegel der Hafenverwaltung von Olay. Daran könnt ihr sie leicht erkennen. Ich finde eure Fracht, Martin. Ihr habt mein Wort. Ich habe mit den Seeräubern abgeschlossen. Und diese Fracht ist mein Schlüssel zu einem aufrechten Leben. Ihr erweist mir einen großen Gefallen, werte Freundin. Seid bedankt und lasst Vorsicht walten.
haben zwei. Eindringlinge! Es macht mich wahnsinnig, wenn Magier versuchen, sie... Die Seeräuber sind tot. Ihr habt Ferelden und Amaranthin einen großen Dienst erwiesen. Werdet ihr jemals damit aufhören, auf den Magiern hier herumzureiten? Nein. Sie sind nicht wie die in Tevinter. Sobald Magier frei sind, erklären sie sich zu Magistern. Sie sind Sklaven. Ihr solltet ihnen eigentlich helfen wollen. Will ich aber nicht. Möge der Erbauer auf euch herabblicken. Die Geißel des Meeres. Al-Shala.